dass die dreigliedrige Schule schon längst Geschichte ist. Wir haben eine einheitliche Basisschule und die Eltern klopfen sich beim Elternabend regelmäßig auf die Schenkel, wenn sie sich Geschichten von den alten Zeiten mit dem dreigliedrigen Sortiersystem erzählen. Das ist alles schön und wir haben viel Betreuungsangebote, genügend. Und wir haben eine Universitätsklinik, die nicht nur den Ruf hat, dass sie beste medizinische Leistung bietet, sondern auch noch beste menschliche Pflege und Betreuung. Und dass sie sogar den Ruf hat, dass dort bestens bezahlt wird. Allerdings gibt es im Schwäbischen Tagblatt heftige Debatten darüber, ob das ethisch in Ordnung wäre, dass man aus Afrika und Südostasien Pflegekräfte anwirbt, weil eben einfach inzwischen weit zu wenig Kräfte da sind und wir dringend welche brauchen. Tübingen ist eine Friedensstadt geworden. An den Friedenskonferenzen nehmen regelmäßig nicht nur die Gesellschaftskultur des Friedens, sondern der Rest der Welt teil. Und Winne Herrmann ist inzwischen 77, hoffentlich Politikrentner, schreibt ab und zu ein Buch, hält ab und zu einen Vortrag und trainiert ein weiteres Mal auf dem Friedener Stadtlauf.